Kann ich auch fasten, wenn ich nicht zum Sahur aufstehe? Das Wort Sahur ist die Bezeichnung für die Mahlzeit vor der Morgendämmerung. Leitet sich ab von Sahar. Sahar ist die Zeit vor der Morgendämmerung. Es gibt muslimische Geschwister, die am Abend essen und dann bis zum Morgengebet durchschlafen, ohne zum Sahur aufzustehen. Nun, zum Sahur aufzustehen ist Sunnah, das heißt eine der Traditionen des Propheten Mohammed, Friede sei mit ihm. Man kann sicherlich durchschlafen, ohne zum Sahur aufzustehen und dann nur zur Morgendämmerung aufstehen, um das Morgengebet zu verrichten. Allerdings sollte man das nicht so eine Gewohnheit werden lassen, damit diese Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wasallam auch weiterhin besteht. Im Ramadan zum Sahur aufzustehen ist nicht nur etwas Individuelles, sondern auch etwas Familiäres, das heißt etwas Gemeinschaftliches. Man fördert dadurch die Gemeinschaft, wenn man zum Beispiel mit den Kindern zusammen jeden Morgen zum Sahur aufsteht, nach dem Sahur dann das Morgengebet verrichtet und so gemeinsam in den Fastentag startet. Wir haben im Vergleich zum Propheten und zu seinen Gefährten sicherlich einen ganz anderen Tagesrhythmus. Früher war es üblich, auch außerhalb des Ramadan in der Nacht aufzustehen und etwas zu sich zu nehmen und ein besonderes Nachtgebet zu verrichten. Kurz gesagt, es ist durchaus legitim, ohne zum Sahur aufzustehen, auch durchzuschlafen und nur zum Morgengebet aufzustehen und so sein Fasten zu beginnen. Aber auf der anderen Seite möchten wir betonen, dass es eine Sunna ist und dass es durchaus Sinn macht, gemeinsam aufzustehen und gemeinsam das Fasten zu beginnen. Wir sollten dabei aber auch auf Individualität achten, weil alle Menschen einen anderen Tagesrhythmus haben, einen anderen Arbeitsrhythmus haben, sodass wir Menschen, die zum Beispiel nicht zum Sahur aufstehen, auch nicht deswegen verurteilen sollten.